Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Schön, dass du mit dabei bist. In diesem Video gibt es etwas, was du bei mir lange nicht gesehen hast, und das ist eine Baumaschine, und zwar ein Amiwi ACV 730 in der Version 3 im Maßstab 1 zu 14. Dieser Bagger wird mir zur Verfügung gestellt von Padde's RC Box, Modellbau für Groß und Klein. Und ohne Padde wäre dieses Video gar nicht möglich. Deswegen verlinke ich dir unten einmal den Online-Shop von Padde, der befindet sich gerade noch im Aufbau. Und die Telefonnummer, dort kannst du Padde immer anrufen, Fragen stellen, aber auch Bestellungen aufgeben. Dieses Video hier nehme ich gerade auf am 17. Dezember 2021, und jetzt gerade hat der Padde noch eine Weihnachtsaktion. Bei einem Kauf von einem 55-Euro-Gutschein musst du nur 50 Euro bezahlen. Bei einem Kauf von einem 85-Euro-Gutschein musst du nur 75 Euro bezahlen. Und bei einem Kauf von einem Gutschein im Wert von 115 Euro musst du nur 100 Euro bezahlen. Das ist doch mal eine Sache, da kann man doch nochmal zuschlagen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an Padde, dass ich diesen Bagger hier für euch auspacken darf. Jetzt geht es aber auch endlich los mit dem Unboxing hier zu diesem Bagger. Kommen wir als erstes mal zur Verpackung. Wir sehen hier einen, ja, wie ich finde, sehr, sehr schönen Koffer. Der ist wirklich klasse bedruckt, nicht in Hochglanz, sondern hier in so einem wertigen Matt gehalten. Hier vorne sehen wir auch schon groß den tollen Bagger drauf. Der ist in Anthrazit und so ein Giftgrün. Ich finde die Farbkombi ziemlich geil. Hier unten sind nochmal so ein paar Funktionen und Features aufgeführt. Und hier oben der Hersteller, dass das Ganze von Amiwi kommt. An der Oberseite hast du nochmal einen schönen Tragegriff, dass du das Ganze auch angenehm hochnehmen kannst. Der Griff ist relativ weich und von innen nochmal so ein bisschen gummiert, dass der also auch nicht einschneidet. Das kann man schön hochnehmen. Hier oben das Ganze, das ist in Silber, ist allerdings kein Metall, ist ganz normaler Kunststoff. Und wenn einem der Griff stört, kann man den auch abschrauben. Auf dieser Seite sehen Sie nichts. Auf dieser Seite wiederum hier nochmal den schicken Bagger so ein bisschen im Gelände und auch eine Abbildung der Fernsteuerung und hier auch nochmal so ein paar Features, die dieses Modell mitbringt. Und hier siehst du wieder nichts. So, hier gibt es schöne Laschen. Hier kann man diesen Pappschuber öffnen, und das machen wir jetzt auch mal. Der Bagger ist brandneu. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Padde war ganz stolz, dass er mir den geben konnte. Gucken wir mal. Ich mache das mal vorsichtig auf. An drei Seiten ist das Ganze hier nochmal für den Transport gesichert. Dann ziehen wir hier oben einfach die Laschen raus und dann können wir das hier so ein bisschen öffnen. So, da geht der Pappschuber beiseite. Und wir kommen hier zu so einem Styroporkoffer. Donnerwetter. Ja, der ist ziemlich groß. Packen wir mal zur Seite. Da ist er. Also Styropor hätte ich jetzt gesagt, das ist einfaches. Das ist jetzt nicht irgendwie was, ja, was ich mir so hinstellen würde. Es erfüllt sicherlich seinen Zweck. Es ist gut verpackt, aber so richtig, ja, wahnsinnig schön ist es jetzt nicht, aber es erfüllt halt seinen Zweck. Im Karton war allerdings noch was. Und zwar einmal diese Anleitung. Und hier nochmal ein kleines Heftchen von Amiwi. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, auf die Verpackung kommt es doch eigentlich gar nicht an, sondern auf den Inhalt. Und
Da schauen wir doch jetzt einfach mal, was hier alles enthalten ist. Da ist er. So sieht das Ganze aus. Und das gucken wir uns jetzt mal Stück für Stück ganz in Ruhe an. Wir haben als erstes diese Fernsteuerung. Die Fernsteuerung finde ich von der Farbe her wirklich super passend zu dem Bagger. Sie ist matt schwarz, lackiert ist sie mit so einem schwarzen Softlack. Sowas gab es früher auch mal bei VW. Ich hoffe, dass dieser hier ein bisschen langlebiger ist. Fühlt sich auf alle Fälle sehr gut an. Dann haben wir hier, so ein bisschen wie bei der PlayStation, Joystick. Fühlt sich gut an, hat relativ hohe Rückstellkräfte, aber macht wirklich einen hochwertigen Eindruck. Sehr, sehr schön. Hier noch zwei Knöpfe, hier vorne an und aus. Hier steht Huina drin. Hier auch nochmal Knöpfe für verschiedene Funktionen. Genauso wie hier oben nochmal. Hier, ja, soll wohl so eine Antenne symbolisieren. Das macht auf alle Fälle einen recht schönen Eindruck. Das hier sind allerdings keine Funktionsknöpfe. Das sind Attrappen, die kann man nicht drücken. Das Ganze liegt gut in der Hand und ja, kommt einem eigentlich so vor wie so ein PlayStation-Controller. Des Weiteren ist enthalten ein Akku Typ Lithium-Ion, 1200 mAh. Laut Hersteller hält der so circa 15 bis 20 Minuten aus. Und mit dem enthaltenen Ladegerät, das haben wir natürlich auch dabei, das ist dieses USB-Ladegerät hier, soll der Akku auch in 60 Minuten wieder aufgeladen sein. Also mein Huina-Bagger, den ich zu Hause habe, der hält recht lange. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel man baggert, wie tüchtig man am Baggern ist und ob der auch mal 2 Minuten steht, ob man Sound mit anhat etc. Aber ich bin mit der Akkulaufzeit sehr gut zufrieden. Ansonsten, wenn du sagst, das ist mir zu heikel, ich fahre irgendwo in eine Sandgrube und will da 2 Stunden baggern, dann hol dir doch am besten nochmal 1 oder 2 von den Akkus hier, die kosten nicht die Welt. Dieses Ladegerät, ja, das gibt's immer mehr, das wird immer häufiger. Diese USB-Ladegeräte, die kann man dann in verschiedene Netzstecker hineinstecken. Also früher kenne ich das noch, dass dann da so ein schöner dicker Netzstecker mit dabei war, ein hochwertiges, dickes Kabel, wo man das dann angeschlossen hat. Ich denke, die Zeiten sind vorbei, aber wirklich praktisch an diesen Dingern ist natürlich, dass man sie auch in eine Hosentasche stecken kann und das Ganze vielleicht auch mal an einer Powerbank oder sowas laden kann. Man ist mit diesen Dingern also recht mobil unterwegs und ist vielleicht auch keine schlechte Lösung. Wer das Ganze mal upgraden möchte, der kann sich ja für sein Ladegerät zu Hause einen passenden Anschluss hierfür holen und den Akku dann so laden. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten natürlich. Und das ist dieser Bagger. Den holen wir mal ganz vorsichtig raus. Und den Bagger, den schauen wir uns jetzt auch mal ganz in Ruhe an. Wenn ich die Optik des Baggers benoten müsste, dann würde ich ihm eine 1 geben. Weil ich sage wirklich, das Ding sieht in meinen Augen fantastisch aus. Alles hier in so einem Anthrazit-Metallic. Dann dieses Giftgrün, hier diese Trittbretter an den Seiten, dann nochmal in Silber abgesetzt. Das finde ich schon richtig geil. Dann diese Scale-Details, wir haben hier so einen kleinen Spiegel. Hier nochmal so ein, ja, wie so eine Art Trümmerschutz, ne? Wenn wir jetzt auf der Baustelle unterwegs sind und da kommt mal ein Stein runter, dann ist die Fahrerkanzel mit dem Fahrer geschützt. Hier ist jetzt noch kein Fahrer drin, aber wir haben einen Sitz und einen Joystick und da kann man sicherlich auch was sehr Schönes einbauen. Hier oben dann nochmal so ein kleines Blinklicht. Das Blinklicht ist ohne Funktion, das ist einfach nur orange, sieht aber auf jeden Fall nett aus. Einen großen Auslegerarm mit überall solchen schicken Gummischläuchen hier, die dann natürlich die Hydraulikschläuche symbolisieren sollen. Das finde ich richtig klasse. Schauen wir mal hier oben rein. Hier haben wir das Akkufach versteckt. Hier haben wir auch so eine Arretierung, dass das Ganze aufgeht. Ja,
Arretierung ist jetzt ein bisschen locker. Das ist alles Kunststoff. Das ist hier kein Vollmetallbagger, sondern wirklich alles Kunststoff. Aber es sieht auf jeden Fall wertig aus. Wir gucken mal, wie das Akkufach aufgeht. So sieht das Ganze aus. Man kann es hier vorsichtig abnehmen. Auch der Auspuff hier ist eine Attrappe. Das Ganze ist hier mit so einem Schräubelchen befestigt. Und hier findet dann der Akku Platz. Die Elektronik ist spritzwassergeschützt. Daher vielleicht auch dieses schöne Fach hier für den Akku. Unter Wasser auf keinen Fall damit arbeiten. Klar, man kann auch mal in einer kleinen Pfütze oder sowas baggern, aber wirklich aufpassen. Spritzwassergeschützt heißt nicht, dass wir hier mit unter Wasser arbeiten können. Vielleicht das nochmal als Hinweis. Ja, diese Kappe hier, die sieht nett aus. Wie gesagt, hier der Akkuanschluss. Ja, man merkt, dass das alles Kunststoff ist, aber das ist völlig in Ordnung. Und jetzt guckt ihr doch mal diese Optik an. Hier hinten steht nochmal dick Huina drauf. Das Ding ist richtig breit hier. Ja, der macht schon einen richtig wuchtigen Eindruck. Finde ich ziemlich cool. So sieht das hier von der anderen Seite aus. Hier haben wir auch nochmal solche Geländer dran. Genauso wie hier vorne, wo dann der Baggerfahrer hier hochklettern kann und sowas. Ziemlich schön. Das hier ist auch einfacher Kunststoff. Ist aber alles soweit in Ordnung. So ein bisschen flexibel. Hier ist es ein bisschen fester gestaltet. Wirklich sehr, sehr schön. Der gesamte Bagger hier wiegt 3190 Gramm. Das erklärt auch, dass hier alles aus Kunststoff ist. Auch hier unten alles Kunststoff. Die Kette, die ist hier aus so einem, ja, etwas festerem Gummi. Die hat ganz guten Grip. Macht, ja, eigentlich einen schönen Eindruck. Wir haben hier nichts überstehen. Die macht keinen unsauberen Eindruck. Ich denke, die wird gut funktionieren. Aber eine Sache haben wir, die hier wirklich aus Metall ist. Und das ist diese dicke Eisenschaufel hier. Und das finde ich toll. Das macht einen wertigen Eindruck. Und gerade wenn man am Baggern ist, hier diese Zähne, wenn das jetzt aus Kunststoff wäre, na, da finde ich das schon besser, dass hier mit Metall gearbeitet wurde. Sehr, sehr schön. Dieser gesamte Ausleger, der lässt sich natürlich hoch und runter fahren. Das zeige ich dir gleich auch alles. Hier befindet sich ein Metallzahnradgetriebe. Das funktioniert ganz gut. Man könnte hier auch mit Kunststoffzahnrädern arbeiten, aber es wurde sich hier für Metall entschieden, einfach für die Langlebigkeit und für die Kraft des Baggers. Das finde ich sehr, sehr gut. Hier vorne gehen wir nochmal eine Stufe höher. Hier befindet sich ein Spindelantrieb und auch hier vorne ist nochmal ein Spindelantrieb drin. Das bringt nochmal deutlich mehr Kraft als hier so ein normales Zahnradgetriebe. Was du jetzt nicht sehen kannst, das ist der Drehkranz. Der ist dafür zuständig, dass der Bagger sich um sich selber drehen kann, 360 Grad. Und auch diese Zahnräder bei diesem Drehkranz sind aus Metall. Jetzt habe ich dir viel hier zu den technischen Daten erzählt, aber jetzt wollen wir uns den doch auch mal in Funktion angucken. Dazu lege ich schnell Batterien ein und in den Bagger den Akku, dann geht es los. Zunächst schalten wir die Fernbedienung ein, das läuft hier vorne. Und dann werde ich jetzt den Bagger einschalten, das machen wir hier unten, hier ist so ein kleiner On-Off-Schalter. Und dann halte ich mal kurz die Klappe, da setzt auch direkt das Soundmodul ein. Und wir gucken mal so ein bisschen, wie sich der Bagger bewegt und was er so für Funktionen hat. Ah!
Den Sound kann man auch ausmachen. Den finde ich teilweise ein bisschen nervig. Und jetzt hören wir uns das Ganze doch nochmal an. Ich finde, es ist relativ laut, aber Lautstärke ist ja auch immer eine Empfindungssache. Deswegen gehen wir die Funktion doch jetzt einfach nochmal kurz durch ohne dieses Soundmodul. Ich denke, man konnte diese Funktionen jetzt ganz gut sehen und auch nochmal die Lautstärke dazu. Wie du gemerkt hast, das Soundmodul kann ich also ausschalten. Und hier vorne im Arm gibt es noch eine Schnittstelle. Du kannst die Schaufel nämlich noch unter anderem durch einen Greifer ersetzen. Der ist hier nicht im Lieferumfang mit enthalten. Und auch durch einen Presslufthammer, der dann auch wirklich richtig schön am Hämmern ist. Der ist hier auch nicht im Lieferumfang enthalten, aber es gibt diese Funktion und den kannst du dann auch über die Knöpfe hier steuern. Ich habe schon mal einen Huina-Bagger ausgepackt und da wurde mir gesagt, du, das ist alles ganz schön, wie du da zeigst, aber ich hätte das ganz gerne doch nochmal in Verbindung mit der Fernsteuerung gesehen, wie feinfühlig das Ganze ist. Und das schauen wir uns jetzt mal vorsichtig an. Die Steuerung ist also voll proportional. Wir können die Schaufel schnell hier aufmachen und absenken oder auch ganz langsam. Das funktioniert schön feinfühlig, wie du siehst. Und diese anderen Funktionen sind genauso. Man kann das ganz langsam machen, aber auch ganz schnell. Das Einzige, wo wir keine proportionale Steuerung haben, das ist bei den Ketten. Die werden hier gesteuert. Wenn ich da drauf drücke, gibt es nur eine Geschwindigkeit. Und das ist so. Was ich etwas störend empfinde, wie gesagt, das ist diese Lautstärke und das ist diese LED hier drin. Also ich kenne keinen Bagger, keinen echten, wo dann hier drin die ganze Zeit so eine LED leuchtet in blau-rot. Das mag den einen oder anderen nicht stören, vielleicht für Kiddies oder sowas ganz cool. Ja, ich weiß es nicht, gerade so in der Dämmerung, wenn das dann in der Kabine die ganze Zeit am Blinken ist. Dem einen stört's, den anderen nicht. Ich finde, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Die Funktionsweise des Baggers, die hast du jetzt gesehen. Aber wie viel Kraft hat das eigentlich? Das gucken wir uns doch jetzt mal an. Ich hole ein paar Hantelgewichte und dann gucken wir doch mal vorsichtig natürlich, wie viel der Bagger heben kann und wann er sagt, ne, will ich nicht mehr. Ich habe jetzt hier mal Hantelgewichte im 1 Kilogramm Schritten. Hier ist so ein Gewicht. Wir hören uns das Ganze nochmal eben an, ohne Last. Und jetzt beladen wir die Schaufel mal mit diesem einen Gewicht. Der Bagger, man hört, hat schon ein bisschen zu asten, aber es ist alles in Ordnung. Der Bagger kippt nicht und er kann auch ganz normal weiterhin vorsichtig das Ganze heben und senken. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal mit dem 2 Kilogramm Gewicht an. Mehr möchte ich nicht nehmen, weil der Bagger hier ist brandneu. Ich möchte auch nichts kaputt machen. Und 2 Kilo mehr kriegt man sowieso in die Schaufel an Inhalt in meinen Augen nicht rein. Zwei Kilo sind drin. Und da sieht man, Kraft wäre auf alle Fälle noch da. Aber der Bagger hier hinten, der hebt sich an. Hier kann ich also drunter gehen. Sprich, 1 Kilo völlig okay, kann er heben. 2 Kilo schafft er von der Kraft her auch. Allerdings ist er dann hier hinten einfach zu leicht.
Nun möchte ich zu meinem ganz persönlichen Fazit zu diesem wunderbaren Bagger hier kommen. Fassen wir das Ganze doch nochmal kurz zusammen. Wir haben ein richtig cooles Aussehen. Der sieht richtig scale-mäßig aus. Ich finde dieses Anthrazit Metallic in Verbindung mit dem Giftgrün richtig, richtig gut. Wir haben eine Metallschaufel, schön weiche Ketten, die auch zum Beispiel im Wohnzimmer nichts kaputt machen und ausreichend Kraft, um etwas zu heben, was zwischen 1 und 2 Kilo wiegt. Dazu kommt noch ein Soundmodul und die Möglichkeit, hier vorne noch verschiedene Anbauteile dran zu setzen. Das sind auf alle Fälle die Dinge, die in meinen Augen ganz persönlich für diesen Bagger sprechen. Als Nachteil empfinde ich die Motorengeräusche. Der Bagger läuft recht laut. Auch wenn das Soundmodul aus ist, dann hört man diese ganzen Motoren nochmal deutlich. Und an der frischen Luft würde ich sagen, das ist okay, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt hier eine halbe Stunde, möchte ich im Wohnzimmer irgendwie was baggern oder so. Ja, ich glaube, dann würde mir das Ganze ein wenig auf den Keks gehen. Es wäre schön, wenn das Ganze ein klein wenig leiser ist. Wem würde ich dieses Modell empfehlen? Der Hersteller empfiehlt dieses Modell ab 8 Jahren und bietet dieses Modell zu einer unverbindlichen Preisempfehlung auf seiner Website für 229 Euro an. Und wer in dieses Baufahrzeugthema reinkommen möchte, der ist in meinen Augen mit diesem Fahrzeug sehr gut bedient. Die Optik ist klasse, die Kraft reicht aus und damit möchte man auch raus. Damit möchte man nicht nur im Wohnzimmer rumbaggern, da möchte man mal in das Blumenbeet der Frau und mal die alten Zwiebeln rausholen oder das Unkraut damit umgraben. Dafür ist der Bagger sicherlich sehr gut geeignet. Man kann auch mal ein bisschen in der Pfütze rumbaggern, wenn es dann nicht gerade übertrieben wird und das ist doch richtig klasse. Wer jetzt ein Profi-Produkt sucht und mit Hydraulikbaggern etc. mithalten möchte und vielleicht in einem Verein ist und schon mehrere Bagger bei sich zu Hause stehen hat, der wird in meinen Augen mit diesem Modell nicht wirklich glücklich. Es sieht zwar super aus, aber die Leistung ist dann doch nicht zu 100% das, was man sich vorstellt. Es ist also ein Mittelding zwischen einem in Anführungsstrichen Spielzeugbagger und einem sehr hochwertigen, kräftigen Bagger. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt auf jeden Fall und wer das mit den Baggern einfach mal ausprobieren möchte, der ist mit diesem Modell sicherlich sehr gut bedient. Das war's von mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Hast du einen Bagger zu Hause? Möchtest du dir einen Bagger zulegen? Hast du vielleicht auch noch Fragen zu diesem Bagger? Gerne unten in die Kommentare. Schau auch nochmal in die Videobeschreibung. Dort ist die Telefonnummer und der Shop von Paddes RC Box verlinkt. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein World Control RC.